Ich darf euch heute einen Häkelpulli von Sabine Schidelko vorstellen. Sie hat ihn aus der Arcadia von Online gearbeitet. Diese besteht zu 70% aus Baumwolle, 24% Polyamid und 6% Polyester. Die Arcadia hat eine Lauflänge von 110 Meter auf 50 Gramm. Ich verarbeite sie mit Nadelstärke Nummer 4,5. Das Besondere an der Arcadia sind diese eingearbeiteten Pailletten, die sich schön im Sonnenlicht spiegeln und dadurch einen Glitzereffekt haben. Der Pulli ist recht einfach zum Nacharbeiten. Man arbeitet für Vorder- und Rückenteil zwei gerade Stücke. Oben hat er einen U-Boot-Ausschnitt und auch die Ärmel sind gerade angehäkelt. Das Muster ist durch vier teilbar. Also für Vorder- und Rückenteil schlägt man jeweils 69 Maschen an und für die Ärmel 21. Um euch das Muster zu zeigen, schlage ich 17 Maschen an, also die 16 ist durch 4 teilbar und dann noch eine zusätzliche, damit das Muster rechts und links aufgeht. Die ersten vier Reihen arbeitet man halbe Stäbchen. Das geht wie folgt. Ich arbeite zunächst eine Luftmasche. Drehe dann die Luftmaschenkette leicht nach vorn und behäkle diesen hinteren querliegenden Maschenbogen mit halben Stäbchen. Also für halbe Stäbchen nimmt man einen Umschlag auf die Nadel, sticht ein und zieht den Faden dann durch alle drei Schlingen auf einmal durch. Also Umschlag, einstechen, Faden holen und dann durch alle drei Schlingen nochmals den Faden ziehen. Insgesamt benötigt ihr für diesen Pulli für Größe 36 250 Gramm und für 38 300 Gramm. Und für Größe 40 reichen die 300 Gramm auch. Am Ende arbeite ich eine zusätzliche Luftmasche, wende die Arbeit und häkle dann wieder halbe Stäbchen zurück. Also wie gesagt, die ersten vier Reihen einfach nur halbe Stäbchen häkeln. Und wieder mit einer Luftmasche wenden. Und nun die dritte Reihe.
Und wieder mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden. Und dann die vierte und vorerst letzte Reihe mit halben Stäbchen arbeiten. Und dann beginnt das erste Gittermuster. Der Pulli wechselt sich ja immer mit etwas dichteren Streifen und Gitterstreifen ab. So, für die fünfte Reihe wechsle ich auch mit einer zusätzlichen Luftmasche. Arbeite in die erste Masche eine feste Masche. Dann 5 Luftmaschen. Hier übergehe ich 3 Maschen, also 3 Einstichstellen übergehen und eine feste Masche in die folgende. Wieder 5 Luftmaschen und eine feste Masche in die vierte, also 3 Maschen übergehen und wieder eine feste Masche. Das wiederholt sich ständig, also der Mustersatz besteht nur aus 4 Maschen, 3 übergehen und eine feste Masche. Und nochmals 5 Luftmaschen, 3 Maschen übergehen und nun sind wir an der letzten Masche angelangt, hier eine feste Masche. Nun arbeite ich 2 Luftmaschen zum Wenden, weil die folgende Reihe beginnt mit einem Stäbchen. Brauche ich also mehr Steigeluftmaschen, dann 2 Luftmaschen und um diesen Bogen aus 5 Luftmaschen eine feste Masche häkeln. Dann wieder 5 Luftmaschen wie zuvor in der fünften Reihe, eine feste Masche um den Bogen, wieder 5 Luftmaschen, wieder eine feste Masche um den Bogen, wieder 5 Luftmaschen, eine feste Masche um den Bogen und nun sind wir am Ende der Reihe. Wir enden wieder mit 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in die letzte feste Masche. Man beginnt also rechts, wie man links endet. Dann wieder eine zusätzliche Luftmasche arbeiten. Die Arbeit wenden. Wir sind nun in der siebten Reihe. Wir beginnen mit einer festen Masche und nun arbeiten wir nur 3 Luftmaschen und eine feste Masche um den Bogen. Wieder nur 3 Luftmaschen und eine feste Masche um den Bogen. Nochmals 3 und nochmals 3. Und wir enden mit einer festen Masche auf das Stäbchen. Nun sind die Maschen quasi wieder begradigt. Hier haben wir luftige Bögen gearbeitet und nun haben wir wieder die gleiche Maschenzahl. Wir wenden mit einer zusätzlichen Luftmasche und arbeiten ein halbes Stäbchen in die erste feste Masche. In die folgenden 3 Luftmaschen je ein halbes Stäbchen häkeln. Auch auf die feste Masche. Also, sodass wir hier am Ende der Reihe wieder 17 halbe Stäbchen haben.
Man kann die halbe Stäbchen auch um die Luftmaschen arbeiten. Das verändert am Muster nichts, also das kann jeder machen, wie er möchte. Ich arbeite sie nun hier in die Luftmasche. Und enden mit einem halben Stäbchen in die letzte feste Masche, mit einer Luftmasche wenden. Und nochmals für die 9. und 10. Reihe halbe Stäbchen häkeln. Also die 8., 9. und 10. Reihe besteht wieder nur aus halben Stäbchen. Wieder eine zusätzliche Luftmasche und wenden und eben für die 10. Reihe nochmals halbe Stäbchen arbeiten. Also für Größe 36 habe ich 69 Maschen angeschlagen, für 36, 8, für 38, 40 schlägt man 8 Maschen mehr, also 77 Maschen an. Und wer noch eine größere Größe möchte, also 42, 44, schlägt man dann 85 Maschen an. Nun wende ich für die 11. Reihe mit 2 Luftmaschen. Weil die beginnt wieder mit einem Stäbchen, also benötige ich 2 Steigeluftmaschen. Und nun häkle ich abwechselnd eine Luftmasche, übergehe eine Masche und ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche übergehen und ein Stäbchen. Luftmasche, eine Masche übergehen und ein Stäbchen. So sieht die 11. Reihe aus. Hier beginnt also wieder ein Gittermuster, aber diesmal nicht aus Bögen, sondern aus einem Filetmuster. Hier habe ich vergessen, eine Masche zu übergehen, deshalb geht mir das Muster am Rand nicht auf. Merkt man also gleich, weil das Muster sollte am Rand ebenfalls mit einer Luftmasche und einem Stäbchen enden. Also Luftmasche, eine Masche übergehen und ein Stäbchen in die letzte Masche. Nun stimmt's. Wieder 2 Luftmaschen zum Wenden. Und nun ein Stäbchen auf das erste Stäbchen und gleich ein Stäbchen um den Luftmaschenbogen. Wieder eine Luftmasche, das Stäbchen übergehen und das Stäbchen um die Luftmaschen der Vorreihe arbeiten. Also das Muster versetzt sich, die Stäbchen kommen jetzt um die Luftmasche der 11. Reihe. Und nun enden wir eben mit 2 Stäbchen. Wir haben hier am Rand mit 2 aufeinanderfolgenden Stäbchen begonnen und so enden wir auch. Für die 13. Reihe wieder 2 Luftmaschen arbeiten. Entschuldigung. Ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Also wieder stets eine Luftmasche.
und ein Stäbchen um die Luftmasche der Vorreihe. Auch hier versetzt sich wieder das Muster. Das ist also die 13. Reihe, die beginnt und endet mit einem Stäbchen. Und die 14. beginnt wieder mit zwei Luftmaschen und zwei aufeinanderfolgenden Stäbchen. Also zuerst ein Stäbchen direkt auf das Stäbchen der 13. und eines um den Luftmaschenbogen. Dann eine Luftmasche und ein Stäbchen um die folgende Luftmasche. Und enden wieder mit zwei aufeinanderfolgenden Stäbchen. Für die 5. Reihe arbeiten wir eine zusätzliche Luftmasche und behäkeln nun jede Masche, also jedes Stäbchen und jede Luftmasche mit einem halben Stäbchen. Also am Ende der Reihe werden wir wieder unsere 17 halbe Stäbchen in Arbeit haben. Ihr seht also diese Pailletten, die stören beim Häkeln nicht. Der Faden läuft trotzdem gut durch die Maschen, aber am Ende haben die einfach einen richtig tollen Effekt. So, nun nochmals eine zusätzliche Luftmasche wenden und für die 16. Reihe noch einmal halbe Stäbchen arbeiten. Und ab dann wiederholt sich das Muster ab der 5. Reihe. Also hier beginnen dann wieder diese Luftmaschenbogen aus festen Maschen und 5 Luftmaschen, beziehungsweise am Anfang 3. So, nun eine Luftmasche wenden und wir beginnen mit einer festen Masche und 5 Luftmaschen, übergehen hier 3 Maschen und arbeiten eine feste Masche in die folgende. Also das hier ist die 5. Musterreihe, wie hier unten auch. Das wiederholt sich dann also die 5. bis 16. Reihe stets wiederholen. Ich zeige euch das nochmal am Pulli. Hier wurde also mit den 4 Reihen aus halben Stäbchen begonnen. Dann beginnt man hier mit der 5. Reihe. Bis hier geht die 16. Reihe, also zunächst das Gittermuster aus Bögen, dann die 3 Reihen mit halben Stäbchen, dann die 4 Gitterreihen mit Filetmuster und wieder die 15. und die 16. Reihe halbe Stäbchen. Dann wiederholt sich hier nochmals die 5. bis 16. Reihe und nochmals die 15. bis 16. Reihe und noch einmal die 5. bis 16. Reihe. Also insgesamt arbeiten wir die zunächst einmal und wiederholen sie dann 1, 2, 3 Mal. Und danach enden wir mit der 5., 6., 7., 8., 9. Reihe enden. Dies beim Vorder- und Rückenteil genauso arbeiten. Wer den Pulli kürzer möchte, kann vorher aufhören oder eben wer länger, wer ihn über eine Leggings tragen will, kann ihn auch einfach länger machen.
Beim Ärmel habe ich 61 Luftmaschen angeschlagen, oder die Frau Schidelko hat mir 61 Luftmaschen angegeben, dass sie diese angeschlagen hat. Und für die nächsten Größen jeweils 5 Maschen, also 65 bzw. 69 Maschen anschlagen. Hier beginnt man nur mit 2 Reihen halben Stäbchen und arbeitet dann die 5. bis 16. Reihe. Oder, so hat es die Frau Schidelko gemacht, sie hat diese 61 halbe Stäbchen hier rundum an den Ärmel gehäkelt, hat hier also 21 cm auf beiden Seiten behäkelt und hat dann eben insgesamt 2 Reihen halbe Stäbchen gearbeitet und dann die 5. bis 16. Reihe einmal wiederholt und dann einmal die 5., 6., 7., 8., 9. Reihe, wie hier oben beim U-Boot-Ausschnitt auch. Und nun wünsche ich euch viel Spaß damit.